Und jetzt hören wir noch mal Harald Wandel. Dieses Lied richtet sich an alle, die die öffentliche Meinung in unserem Land bestimmen. Ich habe sehr gründlich das Klima der öffentlichen Wahrnehmung vor dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg studiert. Nicht nur ein bisschen gelesen, wirklich studiert. Ich habe versucht reinzuziehen, was hat die Leute bewogen damals. Und was soll ich euch sagen? Ich lebe heute und hier und das Klima der öffentlichen Meinungsbildung ist dem ganz ähnlich. Und ich möchte hier keinen neuen Krieg ankündigen. Ich möchte sagen, liebe Meinungsmedien, überlegt euch gut, was ihr da tut. Denn wenn das eintritt, was ihr hier predigt, dann kommen wir dahin. Die einen sind arm, die anderen reich. Alle sind einzigartig, alle sind gleich. Es wird Krieg geben, richtigen Krieg. Die einen sind abgehauen, die anderen noch da. Die einen schreien auf Feier, die anderen Hurra. Es wird Krieg geben, richtigen Krieg. Alle wollen wissen, was jetzt passiert. Alle kriegen irgendwelche Lügen serviert. Es wird Krieg geben. Richtigen Krieg, den keiner überlebt, der die Rübe über den Grabenrand hebt. Richtigen Krieg, Raketengeheule in den Städten, bleibt kein Haus mehr heil. Sorgenfalten, Verzichtgestöhn, Politiker werden sich Diäten erhöhen. Es wird Krieg geben, richtigen Krieg. Generäle nennen es Verteidigung. Waffenhändler stehen auf dem Sprung. Es wird Krieg geben, richtigen Krieg. Ein Feind ist lange auserkoren. Die Bürger werden auf Hass eingeschworen. Es wird Krieg geben, richtigen Krieg. Echte Menschen als Ziel haben wir ja geübt im Computerspiel. Richtigen Krieg. Immer härter, immer schneller für die Hoffnung bleibt der Luftschutzkeller. Mütter stellen sich vor ihre Kinder, mitten unter uns erwachen Menschenschinder. Es wird Krieg geben, richtigen Krieg. Väter lernen wieder Reihe und Glied und wie man ohne Schuld am Abzug zieht. Es wird Krieg geben, richtigen Krieg. Leichen werden die Straßen säumen, Friedenshetzer hängen rings an Bäumen. Es wird Krieg geben, richtigen Krieg, ganz ohne Mitleid. Massenmörder haben wieder Erntezeit. Richtigen Krieg, der die Kleinen killt und den Großen wie immer die Taschen füllt. Wenn einem dieses Lied grausam erscheint, genauso grausam ist es gemeint wie Krieg eben. Richtiger Krieg. Danke. Vielen herzlichen Dank, Harald Wandel. Das war ein wichtiger Beitrag. Wir formieren uns jetzt zu unserem Friedensmarsch in Richtung Stargarder Tor. Wir werden den Ring lang marschieren im Innenring und ab der Gartenstraße bis zum Rathaus nochmal eine Menschenkette bilden und den Autofahrern zeigen, dass wir für Frieden sind.
und sie aufrufen, für den Frieden zu rufen. Ja, ich bitte unsere Trommlergruppe, sich vorweg zu begeben, die Spitze zu bilden, in der Mitte das Fahrzeug mit den Lautsprechern. Und an euch ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und ich hoffe, ihr habt noch so viel Kondition, dass ihr die kleine Runde hier noch mit uns gemeinsam gestalten könnt. Ja, wie gesagt, die Trommler vorweg. Dann können sich die Ersten anschließen. Und in der Mitte in etwa das Fahrzeug mit den Lautsprechern.